Wir möchten den Blick richten auf das moderne Aachen, auf die Ingenieurinnen und Ingenieure, die von hier aus vieles in der ganzen Welt leisten. Wir bilden gemessen zu allen anderen Universitäten die meisten Ingenieure in Deutschland aus. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren Persönlichkeiten zu präsentieren, an denen sie sich orientieren können. Persönlichkeiten, die Lösungen geliefert haben für große Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Es geht nicht nur darum, dass man eine tolle Erfindung gemacht hat. Es geht nicht nur darum, dass man diese tolle Erfindung auch in ein wirtschaftliches Produkt umgesetzt hat, ein Unternehmen gegründet hat, seine besondere Leistung in der Gesellschaft umgesetzt hat. Darüber hinaus erwartet der Beirat auch, dass diese Person Vorbild ist, auch in ihrem persönlichen, auch in ihrem sozialen Verhalten. Aber das eigentliche große Geschenk ist, dass der Preisträger auf unserem großen Graduiertenfest vor mehr als 1000 Absolventen und schätzungsweise mehr als 5000 Gästen reden kann. Der Ingenieurpreis ist nicht nur eine Auszeichnung, er ist auch die Möglichkeit, einen Impuls mitzugeben beim Graduiertenfest, denjenigen, die an der Schwelle zu ihrem Berufsleben stehen. Die Unterstützung der Sparkasse und des VDI ist dabei sehr hilfreich, aber es ist ein Zeichen für eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen Stadt und RWTH, dass das auf diese Weise gelingt. Und ich glaube, dass Aachen die beste Plattform für einen Ingenieurpreis ist. Ich finde ganz besonders spannend, dass diesmal nicht das beste Forschungsergebnis gesucht wird, sondern dass es um eine Persönlichkeit geht, um jemand, der Vorbild sein kann, der nachhaltige Fußabdrücke wirklich hinterlassen hat, der das Ingenieurwesen mit seinen Wirkungen wirklich geprägt hat. Ganz im Sinne der RWTH Zukunft denken. Thank you.